So, nachdem wir erfolgreich den Drucker installiert haben, wollte ich hier ein bisschen was zeigen, und zwar wie man sich bei Bravel registriert. Es ist wichtig, ich mache dazu keine große Anleitung. Ich habe einen neuen Drucker von Bravel und ich wollte euch ein bisschen so einführen in die Registrierung. Und warum man sich registrieren muss, ist ganz klar. Wenn man sich registriert, ist es dann einfacher beim Kundensupport Supportanfragen zu stellen, und vielleicht kriegt man da das eine oder andere Vorteile, aber ich glaube eher weniger. Natürlich habe ich schon mittlerweile auf Bravel Registrierung geklickt, und es dauert ein bisschen, bis sich das lädt. Man sollte natürlich diese ganzen Adblocker deaktivieren und dann kann man schon loslegen. Meine E-Mail-Adresse ist immer meine YouTube-E-Mail-Adresse, da können Sie mich auch erreichen für weitere Fragen. Dann natürlich ein Passwort sollte man eingeben, sollte natürlich schon mehr als 6 Zeichen haben. Ich gebe da mein Passwort ein, was ich da so im Kopf habe, das hat so Sonderzeichen auch mit dabei, das ist immer das Beste. So, na, dann nochmal hier schauen, dass man das speichert, dass er da wirklich alles grün im Bereich hat, und dann kann man auf jetzt registrieren klicken, ganz wichtig. So, jetzt sind wir hier erstmal in Willkommen bei Bravel Online. Natürlich gebe ich da hier meinen Vornamen, Nachnamen ein. Der sollte schon echt sein, ganz klar. Und man sollte auch unterscheiden können, bin ich privat und geschäftlich. Bei mir ist es privat und die AGBs zustimmen, that's it. So, das andere ist freiwillig, muss man nicht machen. Das ist nur Werbung, Müll brauchen wir nicht. Von daher passt das so, wie es ist. Ja? Wenn Sie gewerblich sind, ganz klar, wieder oben, müssen Sie halt gewerblich angeben. So, daher haben wir alle soweit gelesen. Ja, könnte man Produkte, brauchen wir nicht. Also dieses, aber erstellen. So, einfach auf Erstellen klicken, haben wir gemacht. Dann haben wir natürlich diese Sache mit dem Bestätigungscode, da wird nochmal gefragt. Das ist ein bisschen blöd gemacht von der Maske. Und daher müssen wir nochmal die Mailadresse eingeben und sagen, ja, wir wollen diese E-Mail-Adresse bestätigen lassen, also mit diesem Bestätigungscode. Dann müssen wir selbstverständlich auf Google gehen, auf Gmail, und dann müssen wir natürlich auf, schauen wir mal, es dauert ein bisschen, bis alles lädt, auf Benachrichtigungen gehen, und da oben merken wir auch, Microsoft hat uns das geschickt, im Microsoft, im Namen von Microsoft. Ist eine andere Geschichte. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, warum Bravel und Microsoft zusammenarbeiten, dann einfach schreibt es in die Kommentare rein, dann kann ich euch ein extra Video machen, weil es eine so interessant ist. Ist eine kleine Geschichte dazu. So, wir haben hier diesen Code. Der obere Code lautet 826244. Den kopieren wir uns einfach raus. Steuerung C, dann Steuerung V hinzufügen. Eine ganz einfache Geschichte. Und dann Code überprüfen klicken, ist ganz klar, und dann werden wir wieder weitergeleitet. Und jetzt kommt dieser eine Fehler, wo das viele Kunden verwirrt. Und Moment mal, ich bin jetzt hier bei Willkommen schon wieder ein Passwort eingegeben. Ich will doch mein Passwort gar nicht ändern. Ich habe doch vorher schon mein Passwort festgelegt. Ja, ist richtig, ist ein kleiner blöder Fehler. Ich als Programmierer, Webseitensteller würde sagen, ja, wenn ich jetzt auf Erstellen mache, dann weiß ich, okay, nee, das muss ich nochmal eingeben, das gleiche Passwort. Nee, die haben da keinen Fehler gemacht, ich muss es halt nochmal eingeben. Ne? Das heißt, ich gebe es nochmal ein, denn das liegt einfach daran, dass die das vorher nicht eingerichtet haben mit der Prüfsumme, ne? Wo das dann diese Zeichenanzeige, diese rote, das und das fehlt. Was weiß ich, ich hätte es bei der ersten Maske schon einprogrammiert, ne? Als Webseitenerstellung würde ich es bei der ersten Maske machen, aber egal. So, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss das nochmal neu eingeben. Und dann bin ich mir sicher auf Erstellen, und dann war es das auch. Ja, also auch schon erledigt. Und das ist schon mal, kann man auch speichern noch. Habe ich auch speichern, klicke ich mal, ne, habe ich auch geklickt. Und dann sind wir fertig. So, das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt natürlich heißt, jetzt auf Produkt registrieren klicken. Ja, ist auch ganz wichtig. Und da haben wir hier eine Seriennummer. Und da machen viele Kunden einen Riesenfehler bei der Seriennummer, weil sie nicht achten drauf, was da in der Beschreibung steht. Hier steht von Bravel klipp und klar die ersten 9 Ziffern. Das heißt, nach den 6 Ziffern, nach den fucking 6 Ziffern, bitte die ersten 9. Also die ersten 6. Bravel hier richtig deutlich markieren. Bitte nicht mit eingeben, Bravel interessiert nur
nach den 6, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, nach den 6 in der Seriennummer dann erst anfangen. Und das markiert Brava extra. Warum das viele nicht verstehen, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich jemand, der zu logisch denken kann, deswegen verstehe ich das. Aber es wird von Brava nochmal genehmigt, also nochmal markiert. So, das machen wir auch gleich. So, dann gehen wir mal die Nummer ein. L und 2, ich glaube, was steht da noch? H, genau, H. 6, 7 und was waren die letzten Zahlen? 8, 9, 9, 3. So, dann gehen wir auf Produkt, also klicken wir auf Produkt suchen. Und das kann wieder ewig dauern. Komm, mach jetzt das, du Arsch. Und dann haben wir das erstmal geschafft. So, wunderbar. Jetzt haben wir einmal Modell, jetzt haben wir die Seriennummer. Es passt auch soweit. Jetzt müssen wir das Datum eingeben. Und da ist ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Viele verstehen das falsch. Und jeder Kaufmann im Einzelhandel lernt das. Deswegen sage ich das für alle Kunden jetzt. Wenn Sie einen Drucker bestellt haben, dann ist das Kaufdatum ab da Sie Bestellung geklickt haben. Auf den Button Bestellung, das ist Ihr Kaufdatum. Das ist so. Es gibt da keine Ausnahmen, weil es viele verwechseln, meinten, nein, ich habe meinen Drucker erst in einer Woche erhalten oder in zwei Wochen, wie auch immer, das spielt keine Rolle. Ab da muss ich den Button bestellen klicken oder kauf mich, das ist das Kaufdatum. In meinem Fall ist es dann ganz klar der 19.08.2023 und das geben wir auch gleich ein. So, jetzt tippe ich das mal, 19.08.2023, jawohl. Und dann tue ich meine Maus ein bisschen wegklicken, ja, so, ja, genau. Mit der Maus rausgehen und reinklicken irgendwo ins leere Feld und dann natürlich brauchen wir jetzt nichts anderes klicken als auf Bestätigen. Okay? So. Nicht Ihr Produkt, versuchen Sie es erneut. Keine Ahnung, warum das drin steht, aber nein, da brauchen wir nicht drauf zu klicken. Von daher passt es so, wie es ist. Und dann einfach, ganz wichtig, Bestätigen-Button klicken und dann passt es. Ja. So, meine Maus spinnt ein bisschen. So, jetzt aber, jetzt kann ich auf Bestätigen. Und dann sieht man hier dieses Bestätigen-Button ist ausgeblendet und grünes Häkchen ist da. Und dann heißt es auf Button weiterklicken. Den Button weiter, den gibt es erst wirklich nur dann, wenn Sie das vorher mit dem Bestätigen-Button genutzt haben. Und voilà, mon ami. Wir haben es fertig, wir sind registriert. Ich weiß nicht, warum da steht einloggen, aber das brauchen Sie im Endeffekt nicht beachten. Wenn Sie auf einloggen klicken, werden Sie weitergeleitet auf die Hauptseite von Ihrem Main-Account. Von daher Treiber, Verbrauchsmaterial und das andere Angebot brauchen wir nicht. Ne? Abonnent hinzufügen und interessant. So, von daher herzlichen Glückwunsch. Jawohl, Sie haben Ihre Produkte registriert. Und dann heißt es, haben sonst irgendwas verpasst? Nee, das passt. Ne, wir klicken jetzt auf einloggen. Wunderbar. So, dann haben wir das gemacht. So, wenn wir uns das Ganze anschauen, also erfolgreich registriert, hat 3 Jahre Garantie und 48 Stunden, auch interessant. Ne? Und es passt. Wir sind fertig mit unserer Registrierung. Eigentlich ist das alles, was man machen muss. Mehr gibt es nicht zu tun. Wir sind auch fertig mit dem Video. Wir könnten jetzt zusätzlich noch Produkt erweitern klicken. Genau. Da könnte ich zusätzlich noch einen Aktionscode eingeben. Das machen wir ein anderes Mal. Ne, es gibt da eine Rabattaktion bei Böttcher AG. Da werde ich erklären, wie man die 50 Euro Cashback bekommt. So. Eigentlich war es das. Wir sind hier fertig. Schauen wir nach, ob ich irgendwas versäumt habe, verpasst habe. Ja, fast hätte ich vergessen, das Pop-up müssen wir natürlich erfüllen mit Fertigstellen, ne? Weil wir haben noch ein bisschen so Utility, ne? Brava Utility. Da werde ich eine extra Anleitung zu dem Drucker machen. Und allgemein, das Utility gilt auch für die Multifunktionsdrucker, für Brava. Also allgemein, da werde ich das erst Ihnen zeigen, wie PC-Fax, mehr Möglichkeiten und so weiter. Wir sehen hier, wir haben sehr viele Möglichkeiten mit diesem wunderbaren Gerät. Was wirklich wunderbar konzipiert wurde
und Fax einrichten, das werde ich alles erklären, weil man kann in diesem Menü halt wirklich sehr viel machen, sehr viel einrichten und das kann man in dem normalen Druckermenü vom Browser natürlich nicht. Und dafür ist es auch gar nicht vorgesehen, weil das Display ist viel zu klein, ist ja logisch. So, ne, also da werde ich jetzt hier nichts machen, sonst wird das den Rahmen der Registrierung sprengen. So, fertigstellen müssen wir klicken, ganz klar. Und dann geht es erstmal auf diese Weiterleitung und das wird noch ein Word-Dokument geöffnet, das brauchen Sie nicht, diese Weiterleitung unwichtig. Was jetzt kommt, ist ein Update-Software-Suchen, da haben wir zwei Updates, die wichtig sind, die nehmen wir natürlich sofort wahr und klicken auf OK, tun das also alles auch installieren, da müssen Sie Ihr Gerät wählen, da können Sie zum Beispiel auf Ihr Gerät wählen unten klicken oder Sie klicken auf Drucken, ne? Und dann wählen Sie Ihr Gerät aus. Ne? Also wie Sie es machen, ist mir echt egal. Dann haben wir hier das Gerät und klicken auf OK. Also wirklich, welche Methode Sie wählen, ob Sie jetzt wie ich das machen und auf Drucken klicken und dann Gerät wählen oder auf unten auf Gerät wählen. I don't care, sage ich wie dieser Kabarettist in England. Ne? Und dann heißt es OK. Und dann sehen Sie ausgewählt, ist OK. Drucken und scannen, dass alles soweit passt. Ne? Und dann klicken Sie auf OK. Und dann hier, das können wir den Quatsch schließen, brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht auszuprobieren, glauben Sie mir. Für Multimillionäre lohnt sich das, aber nicht für Private. Ne? So, und genau, das sieht man hier dann, so ein wunderbares Symbol, die Patronen. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, Verbrauchsmaterial, Geräteinstellungen zu machen. Oder wenn wir auf Geräteinstellungen können wir so ein Setup machen, Scan-Funktion. Aber es wird dieses Video wieder im Rahmen springen, dazu machen wir ein Spezialvideo. Außerdem können wir das jederzeit später machen mit dem Utility Tool. Ne? Von daher ist das jetzt unwichtig. Hier machen wir jetzt erstmal gleich die Updates. Die sind da viel wichtiger, was wir uns darum kümmern werden. Ne? Ihr seht, sehen Sie schon, ne? Das E-Print und Scan-Einrichtung, wollte ich nur mal kurz zeigen, ist ohne Bedeutung für mich, brauche ich nicht. Wenn Sie es möchten, dass ich es Ihnen zeige, dann einfach abonnieren, den Kanal liken und dann reinschreiben, dann mache ich dazu extra Videos. So. Bevor ich es noch ganz schließe, ist genauso wie mit Verbrauchsmaterialien, da sehen Sie die Verbrauchsmaterialien ISO-Werte, ISO ist totaler Quatsch. Das können wir gleich einstellen, richtig, und zwar gibt es die richtigen Werte anzuzeigen und das ist nach Verbrauch. Ne? Und erstmal habe ich das beschlossen, weil es macht jetzt keinen Sinn, wir müssen erstmal hier diese Weiterleitung machen. Die kriegen wir nur hin, wenn wir dieses, falls wir einen Blocker haben, aktualisieren und dann nach oben noch, wird nochmal blockiert, habe ich nochmal einen Blocker und dann kann man das auch noch und dann kann man auf die Weiterleitung kommen. Ne? Und dann heißt es vielen Dank, ne? Jetzt haben wir wirklich alles geschafft, alles ist gut und jetzt wiederholt sich nur der Quatschen, brauchen wir nicht. Ne? So, dann können wir schließen und dann das können wir auch schließen. Und das ist meine Seite, da können Sie drauf gehen, da kommt immer mehr Inhalte. Wenn Sie besuchen, so das können schließen wir auch. Das braucht auch kein Mensch. Das ist einfach nur so ein Hinweis. Und nicht der Hinweis hier. So, jetzt machen wir erstmal die Aktualisierungen. Das ist erstmal das erste mit Brava aktualisieren. Das, je nachdem wie schnell der Rechner ist, muss man sagen, geht das schnell, bei dem anderen geht das halt langsamer. Es kommt davon, was für eine Maschine Sie haben und wie viel Geld Sie für einen PC ausgegeben haben. Immer eins merken, umso teurer der PC, umso besser ist der, ne, hat er eine bessere Platte, bessere Grafikkarte und so weiter und so fort. Können wir auf weiter klicken. So, Statusmonitor. Ja. Zeigt uns immer unser Gerät an. So. Genau, fertigstellen und dann sucht er halt dieses Gerät, dann machen wir auf Zustimmen und benachrichtigen zulassen. Jetzt sehen wir es noch ein bisschen offline, das sucht er jetzt erstmal aus, das Gerät. Das jetzt ist es online, ne? Jetzt haben wir dementsprechend noch unten was einzustellen und zwar nutzungsbasiert, klicken auf OK und dann zeigt uns dann den Real-Wert an, was wir so drucken können. Ne? Und ich bin immer mit Real-Wert sehr zufrieden. Also da muss man auch sagen, der Real-Wert ist sehr gut gemacht von Brother. Ja. Das aktualisieren wir jetzt auch noch und dann sind wir eigentlich fertig. Ja.
Und dann nicht vergessen, liken, abonnieren mich, ne? Damit es solche lustigen oder sagen wir mal solche tollen Videos gibt. Ne? Fertigstellen und that's it. So, wir haben alles gemacht, was wir tun konnten. Alles aktuell. Passt. Schließen das Fenster. Und dann haben wir alles geschafft. Und that's it. Bis zum nächsten Mal.